So, hi, ich nochmal. Wie versprochen, das zweite Video. Und zwar fühle ich mich echt gezwungen, dieses Video zu machen, diese Videos zu machen. Ja, es gibt einfach zu viel Blabla über diesen Ort hier. Es gibt echt Leute, die sind hier ein paar Wochen und haben sofort den Überblick, urteilen darüber oder waren mal 2, 3 Monate hier zu Besuch im Urlaub, beim Campen, wie auch immer, und denken gleich, sie hätten alles hier verstanden. Und sie könnten sagen, der Ort ist scheiße, der Platz ist nichts, die Leute alle sind scheiße, die sind alle auf Drogen, die sind alle Alkoholiker, hier wird Crack geraucht, die sind auf harten Drogen und lauter so ein Blödsinn. Wie gesagt, wir wohnen seit fast 3 Jahren hier, um genau zu sein, 2,5 Jahre. Feuer aus. Ja, Feuer aus. Kein Feuer. Ja, es gibt echt Leute, die kommen hier an, die stranden unten auf dem Parking, bewegen sich nicht aus ihren Fahrzeugen raus, haben natürlich dann keine schöne Zeit, weil sie überhaupt nichts von hier wahrgenommen haben. Unterhalten sich auch nicht viel mit den Leuten, gerade nur so beim Vorbeigehen. Das Parking gehört nicht zu Beneficio. Also es ist ein Teil von Beneficio. Es werden die Autos von den Leuten, die in Beneficio ein Auto haben, dort abgestellt. Und es wohnen auch ein paar Leute da. Allerdings ist es mehr so, die Leute, die aus Beneficio rausfliegen und sonst keinen Platz haben, die ziehen aufs Parking meistens. Und deswegen ist es da halt ein bisschen rauer. Es gilt sowas wie, ja, ich würde nicht sagen Anarchie, das stimmt nicht ganz. Es ist einfach, Beneficio ist das, was ihr daraus macht. So, wenn ihr Alkoholiker seid oder gerne mal einen trinkt, euer Ego nicht irgendwie beiseite stellen könnt und auch nicht wirklich mit Menschen umgehen könnt, dann ja, wird das in Beneficio nicht anders sein. Entschuldigt bitte, jetzt habe ich Kameraprobleme. Und deshalb, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ich kann euch von meiner Sicht erzählen und wie es mir oder uns hier geht. Für uns wurde ein Traum wahr. Man kann hier alles erfahren, man kann viel über sich selber lernen, man kann viel über andere Kulturen lernen. Es kommen hier teilweise über 50 verschiedene Nationen zusammen. Es findet ein großer kultureller Austausch statt. Was viele vergessen, es findet auch spiritueller Austausch statt, und das haben ja die meisten wohl vergessen, dass es hier mal eine Rainbow Community war und dass es sowas wie ein Spirit gibt. Ja, ein Geist. Mir gefällt das Wort Spirit besser. Und zwar, ja, es geht in das Spirituelle. Das ist eine Community, ein Zusammenleben. Und wenn man Probleme mit sich hat, hat man automatisch auch Probleme mit anderen. Und ich denke, das ist meistens das Problem hier, weil ja, letztendlich ist alles ein Spiegel von uns selbst. Und wenn wir Probleme mit anderen haben, dann sind es meistens unsere unverarbeiteten Probleme. Und deswegen brauchen sich solche Leute, die negativ über Beneficio äußern, nicht wundern, dass das Negative auch auf sie zurückfällt. Beneficio ist so ein krasser Ort, das ist ein magischer Ort. Hier, ja, hier lassen sich Dinge erleben, die mit dem Verstand einfach nicht zu beschreiben sind. Und vielleicht solltet ihr euch vorher mal ein bisschen besser informieren, was es heißt, so dieses Hippie-Leben, dieses Spirituelle, dieses Rainbow-Zusammensein, Rainbow-Gatherings, ja, was das ausmacht. Also man kann hier nicht herkommen als Mensch aus der Stadt, der Partys liebt und am liebsten nur in Clubs geht, teure Getränke trinkt und immer saubere Hände hat. So, oder ja, also wir leben hier in der Natur. Hier hat man ab und zu auch mal ein bisschen Dreck unterm Fingernagel. Es sieht nicht so aus wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es gibt aber auch Leute, die Kühlschränke in ihrem Haus haben und Flachbildschirme. Also es kommt immer darauf an, was ihr daraus macht. Und gerade wenn ihr nur als Touristen
hier seid, als Besucher, als Gäste, nehmt es bitte auch so wahr. Das vergessen die meisten, dass ihr hier zu Besuch seid. Hier gibt es 150, circa 150 festlebende Bewohner und die haben Probleme mit euch, weil ihr hierher kommt und euren ganzen Müll innerlich wie auch äußerlich mitbringt. Ihr lasst vieles davon da, innerlich sowie äußerlich. Und das sind dann die Probleme, mit denen die Benefizoaner, also die Leute, die hier leben, umgehen müssen. Das Hauptproblem ist euer Müll. Also gar nicht das, was ihr energetisch da lasst, sondern vielmehr das physische, euren Müll. So, die meisten kommen hierher, nehmen ihren Müll nicht mehr mit. Hier sieht es manchmal aus, das glaubt man gar nicht. Die zivilisierten Menschen benehmen sich wie die größten Schweine hier im Wald, wobei die Schweine sich ja noch mehr benehmen. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also nehmt bitte euren Müll mit, wenn ihr hierher kommt und den Platz wieder verlasst. Ansonsten sind hier Leute willkommen, die wirklich raus aus dem System möchten, was Neues starten möchten, einfach die Schnauze voll haben, erkannt haben, dass das, was da draußen abläuft in diesem System, einfach nicht das Wahre ist. Und ja, entschuldigt. Die was Neues anfangen wollen, die motiviert sind, hier wieder ein Paradies zu erschaffen. Und das haben halt 90% von den Leuten, die momentan aus Deutschland anreisen, nicht, weil die so viel Unverarbeitetes in sich noch tragen, das erstmal bearbeitet werden muss, um dann weiter im Äußeren zu machen. Der Schritt hierher zu kommen ist der richtige. Aber verliert euch dann nicht hier in dem nächsten System und vor allem lasst euer altes System los. Ihr müsst hier an euch arbeiten. Ihr müsst euch verändern. Es gehört zusammen, dieser Schritt von Deutschland hierher, wenn man hier leben möchte, dann gehört auch eine gewisse Veränderung mit dazu. Ich meine, es ist ja schon die Veränderung von Deutschland nach hierher, in der Natur direkt leben und dann ändert man sich auch innerlich. Wir haben so viel zu entdecken und es gibt so viel über das wir reden können und das wir erfahren können vor allem, um dann darüber zu reden. Ja. Macht was draus. Kommt nicht hierher, denkt, ihr habt einen Hollywood-Urlaub und ihr, keine Ahnung, lasst eure Erwartungen fallen. Kommt mit leerem Kopf hier an, lasst euch überraschen und seid vor allem motiviert, was zu verändern. Was zu verändern, nicht nur für euch, sondern für alle, dass jeder was davon hat. Ich glaube, ja, das wär's erstmal. Ich werde noch ein paar mehr Videos machen. Ich hoffe, da kommen bald auch ein paar Zuschauerfragen, damit ich genau weiß, worüber ich reden soll. Ich habe so viel im Kopf, worüber ich mit euch reden möchte. Ich versuche die Videos aber immer relativ kurz zu halten dann. Ich mache alles ohne Skript und spontan. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, ich möchte einfach die deutschen Touristen ein bisschen bremsen, bevor ihr einfach kopflos hierher kommt und dann nach 2 Wochen abhaut und sagt, boah, das ist so scheiße da, die Leute, die sind alle so scheiße, nur weil ihr scheiße seid. Weil, ja, ich kann es nicht anders sagen. Also ich war früher ein komplett anderer Mensch. Leute, die mich kennen, wissen das. Die erkennen mich jetzt nach 2,5 Jahren hier nicht wieder. Es hat sich vieles oder fast alles nur zum Positiven geändert. Ich bin glücklicher als jemals zuvor. Und das bin ich wirklich. Und das auch ganz ohne harte Drogen. Das ist ein Problem für viele. Hier werden Drogen konsumiert, klar, genauso wie in der Gesellschaft. Aber wir wollen in Benefizio keine harten Drogen. Also wir brauchen keine Leute, die auf Koks, auf Heroin oder sonst welchem harten Kram sind. Hier werden bewusstseinserweiternde Drogen genommen. Ja, dazu gehört auch LSD. Das ist keine harte Droge. Für manche psychisch wahrscheinlich sehr hart. In dieser Realität dann anzukommen, wenn man auf LSD ist. Und das ist auch kein Aufruf, LSD zu nehmen, bla bla bla, wie auch immer. Aber ja, es ist ein freies Leben und es geht vor allem darum, wieder zu euch zu finden und wieder zu sich selber zu finden, zu respektieren, dass man hier zu Besuch ist, dass hier andere Menschen wohnen und ja, vielleicht nicht so schnell ein Urteil bilden und dann schlechte Kommentare oder Videos abgeben. Ich kenne zum Beispiel keinen
dieser Besucher, der Kommentare hinterlassen hat. Es ist ja auch meistens nie einer mit Bild dabei. Es war bestimmt der eine oder andere dabei, wo ich genau sagen könnte, okay, ja, aber bei dir lag noch ziemlich viel Platz auf dem Müll. So, also es sind wirklich monatlich, teilweise wöchentlich Leute hier, die Müll hinterlassen. Bitte bedenkt es bei eurer Abreise, falls ihr vorhabt, hierher zu kommen. Ansonsten, wie gesagt, bei Fragen meldet euch einfach. Ich übernehme jetzt einfach den deutschen Tourismus. Ja, weil die Deutschen alle gerade noch ein bisschen Probleme mit sich selber haben. Ich möchte nicht sagen spinnen, aber das nicht ganz schaffen, ihr altes Systemdenken loszuwerden. Jeder andere, der natürlich vorher schon auf Rainbows war und schon öfters hier war und genau weiß, wie das läuft, ihr seid weiterhin herzlich willkommen. Vielleicht kennen wir uns auch, dann schöne Grüße. Ansonsten vielleicht lernen wir uns ja noch kennen. Es ist eigentlich jeder herzlich willkommen hier. Es ist jeder herzlich willkommen hier. Es wird auch in anderen Dokus gesagt, in Benefizio ist jeder willkommen, aber nicht jeder ist für Benefizio gemacht. Deswegen, da trennt sich immer so die Spreu von dem Weizen. Und mir ist es jetzt halt nach 2,5 Jahren aufgefallen, dass es zu 99% die Menschen trifft, die selber innerlich noch so viele Probleme haben, dass die an so einen energetischen, hochschwingenden Ort gar nicht passen und überhaupt nichts damit anfangen und deshalb gehen müssen. Beneficio ist, wie gesagt, magisch und hier herrschen Energien, die nicht so ganz einfach zu verstehen sind für jedermann. Mit dem Verstand lässt sich das sowieso nicht verstehen, wenn dann mit dem Herz. Und das werden jetzt auch wieder viele nicht verstehen. Ich will euch das gar nicht unterstellen, ob ihr das versteht oder nicht. Es zeigt mir einfach nur die Gegebenheit, dass es so ist, wie es ist. Wir sind jetzt 2,5 Jahre hier. Ich habe viele, viele Leute kennenlernen dürfen aus Deutschland, auch viele andere Touristen. Und meistens die Touristen aus anderen Ländern reden anders über Beneficio als die deutschen Touristen. Und deswegen möchte ich das einfach so ein bisschen abbremsen. Wir brauchen nicht unbedingt schlechte Werbung für Beneficio. Ich meine, jede Werbung ist eine gute Werbung. Aber Beneficio ist nicht so schlecht, wie viele behaupten. Und deswegen, ja, ich übernehme jetzt das deutsche Sprachrohr. Falls ihr Fragen zu Beneficio habt, ich stehe euch gern zur Verfügung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin macht's gut. Colli würde sagen, stay high. Und wir sehen, wir hören. Macht's gut. Ciao, ciao.